Herz aller lieblingstes Mamsilein, süßester Papsi-Pups. Lieber Vater, beim Verteilen der Zimmer ging es ziemlich kreuz und quer. Keine Angst, ich sorg für Nessa. Keine Angst, ich bleib gelassen. Ich benehm mich wie erwartet und gewohnt. Ja, die jetzt das Zimmer mit mir teilt, ist leider sehr gewöhnungsbedürftig und beispiellos verwunderlich, so unvorstellbar, unbeschreiblich und sonderbar. Blond. Was fühle ich in mir? Was geht mir so nah? Ich fühle es in mir, seitdem ich dich sah. Mein Mund ist trocken. Es zuckt das Kinn mir. Ich komm ins Stocken. Was fühle ich in mir? Weiß ich, was das ist? Was mein Herz zerfrisst? Ja. Grauen. Nacktes, abgrundtiefes Grauen. Deine Kluft, dein Krähen, dein Schauen. Jeder Blick auf dich tut weh. Alles, was du bist, vom Kopf zum Zeh, macht mich einfach krank, wenn ich dich seh. Mich packt das kalte Grauen. Meine Abscheu ist fanatisch. Du bist mir so unsympathisch. Bis zum jüngsten Tag bleibt in mir das Grauen, Grauen, das ich nie verliere. Oh Galinda, du bist viel zu gut. An deiner Stelle wär ich blind vor Wut. Sie ist schrecklich, sie ist keulich, wir wollen nicht parteien.